Respekt ist ein Fremdwort für Sie, oder? Das wollte ich auch gerade feststellen. Vor allem sind das auch hervorragend schlechte Witze, die Sie hier bringen. Wenn Sie schon hier Jokes reißen möchten, dann bitte welche, über die das Publikum auch lachen kann. Denn sonst haben Sie mit diesem, wie Sie gerade sagten, so wunderbarem IWW-Publikum nicht mehr so viel anzustellen. Okay, ich verheddere mich hier gerade. Kommen wir lieber auf die Wrestler im Ring zu sprechen. Der Bounty Hunter, ein, muss man sagen, versprechensvoller Nachwuchswrestler, der auch schon einige Auftritte bei der IWW gehabt hat. Und nicht seinen allerersten Kampf, müssen wir dazu sagen, hatte er im vergangenen August gegen Carsten Kretschmer, als beide noch nicht allzu bekannt waren. Aber inzwischen, Carsten ist ja inzwischen bei der CWA und auch der Bounty Hunter scheint ja großes Interesse bei der CWA hervorgerufen zu haben und wird eventuell dieses Jahr sogar dort auftreten. Wir werden sehen, was das Jahr bringt. Aber man muss auch sagen, die IWW wirklich ein Sprungbrett. Ja, aber jetzt seien Sie leise. Ich höre Klänge von einer Musik. Die muss man einfach genießen. Ja, dann tun wir das mal. So, wer macht jetzt den Anfang? Zuerst müssen die Wrestler natürlich in den Ring schreiten und Cannonball. Muss ich natürlich auch erst nochmal entkleiden. Ja, nette Kleidung hat er da. Leder. Haben Sie überhaupt schon den Tag-Team-Partner erwähnt? Vielleicht fängt der ja an, wenn er im Ring ist. Ich weiß, dieses das ist einer Ihrer ganz Warrior. Sagen Sie es nicht, der Indian Warrior. Warrior. Engländer, euch stehen die Haare zu Berge, wenn ihr das hört. Richtig müsste es natürlich heißen, Indian Warrior. Er hat natürlich nichts mit diesem ultimativen Kämpfer gemein, der vor Jahren in irgendeiner WWF, ich glaube Tierorganisation, gekämpft hat und damals irgendeinen Hogan besiegte. Er ist nämlich viel besser, denn er ist ebenfalls einer von Stiso Otakus. Jetzt verspreche ich mich schon, sie bringen mich hier aber total durcheinander, Freunden, denn er weiß ganz genau, wie er zu kämpfen hat, nachdem er Anfang des Jahres durch meine Hilfe zu seinem wahren Ich gefunden hat. Das ist schön. Mentale Hilfe angeboten von Steve the Otaku. Ich gebe euch nachher die Telefonnummer, unter der ihr euch anmelden könnt, wenn auch ihr dieses Brainstorming einmal erleben wollt, wenn ihr total verblödet werden wolltet. Na gut. Sie fangen schon wieder an, mich anzugreifen. Ich greife Sie nicht an, ich spreche hier nur die Tatsachen aus. Ich kann einfach hier wissen nicht Sie, ich kannte mal einen Menschen namens Krosolowski, Rosigowski oder so ähnlich. Ein nervendes Bündel von menschlichen Überresten, rauchend und weiß der Däubel trinkend, immer am Schnittplatz sitzend und hat versucht, mich fertig zu machen mit irgendwelchen dummen Sprüchen. Wenn Sie auch so etwas werden wollen, dann kann ich auch Sie nach Hause schicken, denn diesen Menschen brauchen wir hier jetzt nicht, denn ich habe immerhin noch Doc und auch Sie, Jason. Schicken Sie mich nach Hause, einfach gute Kommentare geben, wenn es um die Engländer geht. Ja, wir wollen dann. Erstatten mir das. Tony und Grizzly, die beiden, ja, Erzfeinde kann man sagen, eröffnen den Kampf. Doch dürfte ich, ich tue es einfach. Haben Sie denn auch Informationen über diesen Engländer, über diesen alten Mann Tony Sinclair, weil dann sind Sie wenigstens zu etwas nützlich. Also, Tony Sinclair, vielen Dank für diese passende Einleitung. Sehr freundlich. Ich glaube nicht, dass man über ihn noch sehr viel sagen muss. Er ist zwar etwas über 50 Jahre alt, aber
Entschuldigung. Ein freudscher Versprecher. Ja, 50 Jahre, ich sage doch, dieser Mensch ist alt. Ein uralter Mensch, warum er überhaupt noch im Ring steht. Und wenn sie das sagt, dann muss das ja was heißen. Nein, man kann ja über die Jahre sehr viel an Qualität zulegen. Und das ist bei Tony St. Clair der Fall. Er ist ja immer noch ein hervorragender Wrestler. Ja, man bedenke nur zum Beispiel, Terry Funk ist ja auch schon weit über 50 Jahre und ähnlich wie Tony St. Clair auch noch sehr gut. Ja, dabei. Nur mit dem Unterschied, Terry Funk ist alt und genial und dieser Mensch ist alt und gucken Sie sich das ihn an. Das ist Ihre Meinung, aber nicht die Meinung der Fans. Tony St. Clair sollte sich vielleicht der gleichen Therapie wie Terry Funk mal unterziehen. Er sollte mal ein bisschen Stacheldraht schlucken, wie es Terry Funk eigentlich täglich macht. Der liegt ja eigentlich auf Stacheldraht in seinem Bett in Houston, Texas. Das sollte vielleicht Tony St. Clair auch mal machen, dann wäre er wahrscheinlich genauso. Was haben wir da im Hintergrund? Was sehen wir da im Hintergrund? Ein Schild Franzl Hu? Franzl, etwa der Franzl, der in einer Talkshow über seinen... Nein, okay, wir reden darüber nicht. Dazu kann ich auch noch etwas sagen, ja, denn eigentlich sollte Franzl, ich nehme an, das spielt auf Franz Schumann an, antreten, zusammen mit Tony Sinclair gegen Cannonball Grizzly und Wildcat Brookside. Aber Herr Schumann, das weiß ich vom Veranstalter selber, rief ihn kurz vorher an, beziehungsweise ließ es ihn übermitteln von einigen Fans, dass er geschäftlich sehr, sehr viel in Amerika zu tun hätte und deswegen nicht kommen könnte. Na gut, jeder kann sich darüber seine eigenen Gedanken machen. Jetzt haben wir hier den Teamkampf Tony Sinclair und Bounty Hunter gegen Cannonball Grizzly und den Indian Warrior. Atmen Sie es. Noch ja, der und Tony St. Clair und Cannonball Grizzly, wir müssen natürlich auch nochmal darauf hinweisen, beide hatten ja einen, ja man kann schon fast sagen, legendären Kampf im Februar, als ja damals der Ring zerbrochen ist, oder das Ringseil genauer gesagt. Die Sprungfeder ist doch, glaube ich. Die Sprungfall oder wie auch immer war's. Der Ring war. Und beide haben sich schon wirklich unglaubliche Schlachten hier geliefert, auch bei der IWW. Und Grizzly, Entschuldigung, wenn ich Sie da unterbrechen muss, aber das war natürlich ein massiver, ja ich sag's mal, ein Sandwich. Von kann man Cannonball sagen. Grizzly. Das ist meine Bezeichnung. Und man sieht hier, was Cannonball Grizzly von dem jüngeren Wrestler geht den sofort wieder raus. Hält. Ja. Wo geht's jetzt? Und in die rein. Und habt ihr gesehen, wie schnell die Fans vor den Sitzen waren? Sie haben es. Das ist IWW Live. Wo gibt es sonst so etwas zu sehen? Ich weiß nicht, wo in Europa. In ich Japan kenne vielleicht. Einige Promotion in Japan. Ja. Ich sage nur FMW, IWA Japan. Big Japan. Richtig, sie kennen sich aus. Ich wundere mich, dass Doc hier draußen dazu nicht sagen Tony kann. Und Grizzly. Richtig. Oh, und da Shoji Nakamaki mit einem, was auch immer, hat man gar nicht gesehen. Er ging auch aus der Nakamaki, Kamera. Ich weiß nicht, was Sie da schon wieder sehen. Wir sehen hier Tony Sinclair. Oh ja, ich habe ihn verwechselt. Grizzly mit einem geschlagen. Oh, da geht ja auf den Ringrichter fast schon los. Und der Ringrichter hat ja gerade seine Karte gesucht. Ja, Monsieur Tütigab lebt gefährlich. Das ist aber bei IWW halb so schlimm, denn die Referees, die bei IWW arbeiten, wissen, was auf sie zukommt. Unter anderem hier Outside Brawling. Ja, da sollte er die Karten ganz schnell wegstecken. Das wird überhaupt nicht gezählt. Alle vier prügeln munter aufeinander. Und jetzt der Tisch! Ich habe mir heute geschworen, heute zähle ich mit, wie viele Tische gehen heute zu Bruch. Die IWW muss ja einen guten Vertrag mit einem Möbelhändler schon haben, so viel Möbelstücke im Laufe des Bestehens hier schon zu Bruch gegangen sind. Tony aggressiv, wie man ihn sonst eigentlich selten sieht. Und jetzt im Ring. Cannonball Grizzly. Grizzly gegen seine Bounty Hunter Powerbomb. Wonderful. Ja, that was great. Oh, ich glaube, wir waren sogar alle dreimal einer Meinung. Oh, denn diese Powerbomb von Cannonball Grizzly ist einfach super. Da kann man sagen, was man will. Und man sieht die Schmerzen im Gesicht vom Indian vom Bounty Hunter. Und Fans, seht es uns nach, wenn wir manchmal Wonderful Elbow, der leider daneben ging, übereinander reden. Aber das ist bei diesen Emotionen und bei diesen hervorragenden Kämpfen hier, bei dem halt kein Wetter. Wunder. Ja, 30 Grad im Schatten in dieser kleinen Kabine hier. Die Sonne scheint, ich muss erstmal meine Sonnenbrille aufsetzen. Zu dritt hier in dieser Kabine zu sitzen. Aber wir sollten, wie gesagt, immer diesen Kampf kommentieren, der gerade dran ist. Denn oh, ein Uppercut, European Uppercut. Sehr gut geschlagen und das von dem Indian Warrior. In the ropes, on wonderful clothesline. Eigentlich ist es ja ein Indian Uppercut, denn Indian Uppercut, in Europa gibt es ja keinen Indian. Einigen wir uns auf Indian Uppercut.
Wie auch immer, wir nennen es hier European Uppercut, weil Takedown. Wir sind in Europa. Das ist einfach die übliche Bezeichnung. Und es gibt ja Leute, die sagen, der Indian Warrior wäre nur ein Prügler, aber hier beweist und er Elbow. Das Gegenteil. Jawoll, ein guter Elbow sogar. Tja, dass Macho sie nichts anderes sagen, war mir klar. Aber okay. Ja, und er hat einige Fans hier. Der er ist ja auch kein Unbekannter hier bei der IWW. Denn hat sich so im Laufe der Zeit, doch, Entschuldigung, dass ich hier einfach so weiter erzähle, aber sie er hat ja schon das einige, doch, aber einige Fans im Laufe der Zeit. Ein Tritt auf dem obersten Seil. Und jetzt kommt wohl doch kein Superplex. Nein, 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 es gibt jetzt 10 Hits auf on the buckle. 10 Hits. Oder nein, 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 nein. Wonderful. Das was great. Muss man sagen, von einem Menschen wie dem Bounty Hunter, man möge wo ist der Referee? Gewicht er hat. Steve, wo ist der Referee? Das war doch wo? Oh, abgelenkt mein von Güte. Cannonball Grizzly. Aber was soll's, der Bounty Hunter setzt weiter nach Body Slam. Body Slam und nun was wird das? Moonsault. Naja. etwas. Ich etwas glaube, sehr daneben das gegangen. Das schicken wir an, bitte lächeln. Was soll's, er hat's versucht, aber Cannibal Grizzly zeigt ihm, was er von diesem Versuch hält. Lehrgeld und der Bounty teuer. Hunter muss sehr, sehr hart dafür büßen. Ja. Aber es war doch gar nicht schlecht, also diese Schere war wirklich wunderbar ausgeführt. Kann man nichts anderes sagen. Nur was danach kam, okay, daran muss er noch arbeiten. In the ropes und jetzt Clothesline nach draußen. Sie nehmen dieses will. In the ropes, das muss ich sagen. Die Clothesline war super. Power und der Indian Warrior League Warrior. Indian, sprechen Sie mir nach. Indian Warrior. Wir haben hier auf jeden Fall den Warrior im Ring und oh, Cannibal Grizzly macht draußen den Bounty Hunter platt. Wieder so in die wie Stuhl rein, liebe Fans. Ihr könnt ja zu Hause, falls ihr das entsprechende Gerät habt, den Ton von Otaku rausschneiden. Jetzt auf jeden Fall! Geht! Kerne in den Stuhl rein! Das war wirklich überraschend, denn man hätte gedacht, dass der Bounty Hunter bis ans Ende der Halle von Grizzly geschmissen wird. Aber also, er konnte einen höher sein. Bei der IWW wirklich hautnah am Geschehen. Das muss man so sagen. Kein lächerliches Rumgeschiebe, wie man es bei anderen Promotions sieht. Nein, hier geht es wirklich hart zur Sache. Und ja, manchmal sind selbst die Fans in Gefahr. In Gefahr, aber nur die Fans, die fußkrank sind, nicht gehen können oder nicht laufen können. Denn bei IBW weiß man, was abgeht. Und hier der Warrior, Indian Warrior. Deswegen sitzt Steve Otaku doch nicht am Ring. Er ist fußkrank, er ist gehirnkrank, er ist sie haben hier einen perfekten Move überkommentiert von dem Indian Warrior. Es war er war vielleicht nicht perfekt ausgeführt, aber wie gesagt, ein Sprung vom zweiten Seil nach draußen, das muss man sich erst mal hier überkommentieren, nämlich dass der Bounty Hunter den Indian Warrior jetzt hier auf den Tisch legt. Und Tony springt vom... Nein, es sah aus, als wollte Tony vom dritten Seil nicht mit einem Stock. Was? Und da kommt der Fällt Bounty Hunter geflogen. Naja, aber wieder hat er seinen Gegner nicht richtig erwischt. Das zweite Mal in diesem Kampf und ich glaube, das wird Folgen haben. Und der Tisch ist immer noch nicht zu Bruch gegangen. Ich meine, jetzt liegt der Warrior in der Vergangenheit waren sie in 2 Sekunden zerbrochen, aber jetzt, wenn der Indian Warrior hier drauf splasht, dann ist der Tisch. Werden wir sehen, er setzt an und... Was war das denn? Zu lange gewartet. Daneben. Oh, that was crap. Das war wirklich schlecht. Leider hat er seinen Gegner nicht getroffen, weil leider... Bounty Hunter noch um einiges frischer, als man dachte. Als man eigentlich annehmen müsste nach so einem Match. Und was für eine Clothesline Lariat von Tony Sinclair. Indian Warrior am Boden... Aber man muss sagen, was muss man sagen, meine Güte, ich verstehe es nicht, warum ein Bounty Hunter solche Aktionen versucht hat, wo er doch ganz denken genau denken Sie nicht weiß, drüber nach, in der Hitze des Gefechts kann so etwas natürlich ganz leicht passieren. Die gelbe Karte von Karte. Monsieur Didier Gap. Eine gelbe Karte? Da wirft Tony den Indian Warrior einfach weg wie ein Stück Dreck. Ich möchte jetzt die beiden nicht vergleichen, aber okay. Ja, ich möchte sie auch nicht vergleichen, weil dann würde Tony Sinclair ziemlich schlecht abschneiden. Allein vom Alter her, wie auch immer, der Bounty Hunter. Ich habe jetzt nicht verstanden, was sie da rein hoch angesetzte Kicks, die sind wirklich hoch.
Und sie zeigen Wirkung. Sie zeigen richtig Wirkung. Und Cannonball Grizzly will in den Ring und will seinen Teampartner zeigen, wie man mit den Leuten umgeht, so wie er es vorhin schon mit dem Bounty Hunter jetzt getan ein Tiefschlag. Hat. Oh, ein Tiefschlag. Welche Methoden? Die Weichteile vom Bounty Hunter. Benutzt hier der Innie Warrior, das ist ja schäbig. Ich sage nur die Methoden, die den Sieg bringen. So wie ich es vorhin gesagt habe, solche Menschen. Aber Tony Sinclair hält sich auch nicht an die Regeln, muss man mal sagen. Ja, aber das ist greift auch. Das ist doch völlig legitim, Doc. Also nach so einer Aktion, da darf Sie er Sie hören es. Inverted Atomic Drop. Da müssen Sie mir recht geben. Tony Sinclair ist alt und auch der Jason versucht immer nur, ihn gut zu reden. Mal sehen, was ein Tony Sinclair hieraus macht. Und das geht nach vorne. Abgelegt. Oh nein, ein Tony Sinclair. Ich weiß nicht, was diese Aktion werden sollte. Auf jeden Fall schickt er jetzt doch wieder den Bounty Hunter rein. Ist vielleicht... Nein, ich sag's nicht. Okay, wir wollen nicht gegen unsere Warrior eigenen... muss sehen, dass er jetzt endlich wechselt mit Grizzly. Ja, er hat schon viel eingesteckt. Aber hier, der Bounty Hunter gegen teilt zwei gegen beide aus. Und es scheint auch gut zu klappen, aber nein, jetzt hält der Warrior ihn fest. Jetzt kommt Grizzly. Und dieser da Schlag der Wechsel. Gesessen. Der offizielle Erfolg. Wechsel. Nun ist Cannonball Grizzly legal im Ring und Sie sehen es hier. Gleich am Anfang hebt er den Bounty Hunter einfach aus und bringt ihn zu Boden. So, und jetzt an den Haaren ein bisschen gezogen. Was wird Cannonball Grizzly? Ja, sieht ganz nach einem Suplex aus. Jawohl, und der... Und der wird Vertical. Ein Vertical Suplex. Wonderful. Sehr gut. Der Bounty Hunter ist was? Ja, völlig ziemlich am Ende. Groggy. Ha, das ist untertrieben. Völlig am Ende ist der Bounty Hunter. Ich meine, er lag schon auf Tischen, er fand sich in Stuhlreihen wieder. Ich glaube, jetzt ist daneben. Langsam vorbei. Da gibt es den Big er weicht Flash, aus. Aber er geht daneben. Er weicht aus und er wechselt mit Tony Sinclair. Ein guter und Schatz. Und die beiden Erzfreunde wieder gegeneinander. Die Fortsetzung vom Februar. Whipping and Reversal. In the corner. Oh, der Tritt hat gesessen. Tony Sinclair natürlich zusammengesackt. Da ruft er den Warrior in den Ring hinein. Ja, Double Team Action. Illegal, muss man sagen. Es war kein und Wechsel. Was ist das? Er taucht weg und ein Double Clothesline. Aber Grizzly geht nicht zu Boden. Nein, natürlich braucht Tony Sinclair. Oh, das war beim dritten Mal geht er aber zu Boden. Clothesline. Massiv. Und raus schickt er den in den Warrior. Jetzt ist Erik Schwarz mit Cannonball Grizzly im Ring. Ein Face-Slam. Wahnsinn, das muss ich sagen. Hätte ich nicht gedacht. Eben sah der Bounty Hunter wirklich noch drei Viertel kaputt und tot aus. Aber hier schon das erste Reversal. Da kommt er mit dem Bein noch hoch. Und hinten in der Ecke sieht man auch noch Tony Sinclair, wie er sich um den Armen in den... DDT vom Bounty Hunter. Aber Grizzly steht sofort wieder auf. Er ist ja fast wie ein Terminator. Er schüttelt diesen DDT einfach ab. Es sieht fast so aus, sich wieder aber auf. Sie sehen es. Er ist doch angeschlagen. Er weiß nicht, wo sein Gegner ist. Der ist auf dem dritten Seil und springt daneben. Hat er sich leicht verschätzt. Und Grizzly hat jetzt wieder die Oberhand. Was macht Tony Sinclair da hinten? Er geht zum Ring, kehrt aber wieder um, um noch einmal auf seinen Gegner einzutreten. Das ist doch kein Gentleman, das ist doch ein alter Prügler. Oh, das sieht nach dem Big Splash aus. Das wäre die Rolle. Das wäre verheerend, das ist verheerend. Sein Finishing Move, Grizzly sein Finishing Move. Doc, das war's. Und das Doc, Cover. Das war's. Doc, das war's. Das war's. Das war's. Da sind wir uns einig, das war's. Und das Tony war's. Sinclair, müssen Sie zugeben, war zu langsam. Er war auf dem Weg zurück und hat seinem Teampartner nicht geholfen. Wollen wir also, das Ganze nicht auch noch weiterkommen? Der Mann ist kein 100-Meter-Sprinter, er ist Wrestler und Ringer. Es ist fertig, es ist und vorbei. Und er ist alt. Okay, akzeptieren wir. Akzeptieren wir diese Entscheidung. Wir sind faire. Und man muss sagen, der Bounty Hunter und der Indian Warrior haben gut mitgehalten mit den beiden gestandenen CWA-Profis. Das sehe ich genau. Grizzly hat das Mikro hier. Ja, wir sollten unser Gespräch wohl später fortsetzen. Thank you.
Und da hat Cannibal Grizzly natürlich recht gehabt. Oh, hier werden sie noch einmal angesagt. Die Sieger Cannibal Grizzly und der Indian Warrior. Aber Tony Sinclair musste einsehen, dass er so schlecht ist. Und er wird dieses Jahr nicht den Weltcup gewinnen, so wie es Grizzly eben gerade prophezeit hat. Denn er, der Ironman, wird es schaffen. Und hier gibt's eine Watschen für den Warrior. Was ist jetzt kaputt? Das war doch ein super Team. Also waren das beides nicht gerade Tag-Team-Partner? Irre ich mich da gerade? Oder jetzt hab ich nicht irgendwas mehr verpasst? Au! Ich glaube, das tat weh. Diese Freundschaft ist vorbei. Diese Geschichte ich weiß ist nicht, was Cannonball Grizzly dazu bewegt hat, einfach gegen seinen Partner hier zu drehen. Sehen Sie es hin? Ich glaube, er wird es uns sagen. Ich übersetze mal, Cannonball Grizzly hat das gesagt. Indian Warrior, du bist kein würdiger Tag-Team-Partner, so oder so ähnlich, hat er es ausgedrückt. Und der Indian Warrior, enttäuscht, wird er da zurück im Ring gelassen. Nun ja. Wie auch immer, Cannonball Grizzly hat auch gesagt, dass es für ihn zwei richtige Tag-Team-Partner gibt. Und das ist zum einen Wildcat Brookside. Oh. Indian Warrior mit ein paar unschönen Worten, die normalerweise gepiepst werden, fucking Bastard, aber wie auch immer. Oh my goodness, what did you say? What did you... No, don't repeat it. Ich kann es gerne nochmal no, sagen. No, don't, no. Aber no. Ich kriege gerade eine Info. Der nächste Match, das nächste Match, ich der nächste Kampf, bitte. Ich kriege gerade eine Info, hören Sie mir mal zu, dass irgendetwas in der Pause passiert ist und diesen Clip müssten wir jederzeit eingespielt bekommen. Es kann sich nur noch um Sekunden. Hier ist es. Oh, what's that? Das? In der Pause. Oh, no. Phil Pause und Jason Cross. Ich weiß, dass sie sich angeschrien haben in der Garderobe. Und jetzt das. Da gehen sofort einige Wrestler dazwischen. Der Bike-Kid und der Referee. Oh, Gary Dowell. Es kam...